Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Orakel aus dem Garten. Ich habe mich heute im Garten meiner Eltern eingenistet und es ist so schön. Wir sehen hier eine wunderschöne Rose, die mir so gut gefallen hat. Und ich habe mir deswegen überlegt, heute das Orakel hier aus dem Garten aufzunehmen. Es ist ein Auswahlorakel und da ich nur sehr, sehr wenig Platz habe, darfst du dir gerne das Orakel 1 aussuchen. Das sieht so aus und das Orakel 2 sieht ganz genau auch so aus. Also ich kann es hier leider nicht in die Kamera halten, da wir nur ganz wenig Platz haben. Und wir werden jetzt gleich, bevor wir hier in die Legung starten, noch eine kleine Räucherung vornehmen mit dem Heiligen Gral, den wir mit verschiedenen beduftetem Holz jetzt dann gleich für dich, für uns hier anzünden werden, damit wir hier in eine wohlige, schöne, paradiesische Atmosphäre kommen können. Und ich möchte dir kurz diesen Räucherkelch, den Heiligen Gral zeigen. Das ist wunderschön. Das ist so richtig indisch, arabisch, orientalisch. Siehst du das? Und er hat so wunderschöne geschliffene Kanten und funkelt einfach schön. Und ich habe hier schon die Kohle angezündet und ich lege jetzt dann gleich ein paar Holzstücke drauf, die beduftet sind. Ich habe hier einen Assistenten übrigens, das ist mein Bruder, der mir hier hilft. Und du siehst hier, das ist das Holz, ich kann es leider nicht noch mehr kippen, welches ich dann gleich auflegen werde. Und das ist die Zange hier, mit dem nehme ich denn das Holz gleich auf und werde es dann gleich auflegen. Und ja, das machen wir doch jetzt gleich, oder? Also zum Glück habe ich hier einen Messdiener. Wie viel? Oh, jetzt habe ich nie mal getroffen. So. So. Wow, wunderschön. Oh, schon wieder nicht getroffen. So, das gebe ich weiter. Dankeschön. Und wir werden das da mal ein bisschen herumschweifen, weil es ist einfach so schön, dass wir hier diese wohlduftenden Energien empfangen dürfen. Und das ist, ja, ein bisschen Heimatgefühl, auch ein wenig rituelle Zeremonie. Und einfach toll. Ich freue mich sehr und ich würde vorschlagen, wir lassen diese Energien einfach mal gut wirken. Und ich lade dich herzlichst ein, jetzt, währenddem hier diese Duftenergien verräuchert werden, in dich zu hören und in dich zu fühlen, welches Orakel für dich denn jetzt die tiefgreifenden Antworten geben wird. Ist es das Orakel 1 oder das Orakel 2? Oder sind es vielleicht sogar beide Orakel? Und wenn du für dich die passende Antwort gefunden hast, du kannst das Video auch kurz auf Pause stellen, dann beginne ich dann nachher gleich mit dem Stapel 1, gefolgt vom Stapel 2. Und wir haben hier natürlich die große Symbolik vom Heiligen Gral, was natürlich auch ein Symbol der Artussage ist, aber vor allem auch von der Weiblichkeit, von der heiligen Weiblichkeit, wo sich auch das Christuslicht, der solare Logos, hinein ergießen wird. Und dies auch tat. Und so gebe ich den Kelch wieder zurück. Und ich danke vielmals für diese wunderschöne Inszenierung. Das sollte. Und legen hier auch den Deckel drauf. So. Und dann starte ich hier mit dem ersten Orakel. Und ich wünsche dir eine ganz gute Orakelunterhaltung. Für dich kommt hier Nixen und Nereiden. Wunderschön. Es ist freudvolles Treiben lassen, Nixensprünge, Nereidentänze, lockiges Haar voller Meermuschelkränze, ihr zartes Lachen, ihr lustiges Sein. Sie halten die Wasserumgebung rein. Spiele und lasse dich treiben, die Arbeit kann auch mal liegen bleiben. Also hier sehe ich einfach gleich für dich, da kommt wirklich einfach eine tiefe, tiefe Ausgelassenheit. Du darfst Freude haben, du darfst Spaß haben, du darfst einfach das Leben genießen. Und einfach für einen Moment selbstvergessen sein. Spüle für diesen Moment all deine Sorgen weg, all deinen Kummer weg und sei ausgelassen. Ja, so wie ein Kind es auch sein darf. Verspielt, liebevoll, in sich, mit seinen Freunden, mit seinen Freundinnen und mit all dem, was dir und ihm Freude bereitet.
Und es ist jetzt einfach auch noch mal ein Moment, richtig kräftig Sonne zu tanken, denn wir haben ja diese wunderbaren Sommer-, Endsommersonnenenergien, die jetzt einfach auch noch mal auf sehr warme Weise aufladen und auf sehr warme Weise auch dir positive Energien geben möchten. Ja, vielleicht warst du nicht ganz so verspielt, hattest vielleicht auch Spannungen in deinem Leben und ja, hattest vielleicht anstrengende Zeiten und hier möchte man dir einfach spielvolle Leichtigkeit bringen. Ja, du darfst spielen, du darfst entspannen und du darfst einfach locker sein. Überprüfe gut, wo es in deinem Leben vielleicht noch nicht ganz so locker geht, wo du dich so freudvoll treiben lassen kannst, dass auch diese Lebensbereiche jetzt ganz und gar eingehüllt werden dürfen von diesen Nixen-Energien. Wir schauen mal, wo das, sich diese Energie vielleicht noch ein bisschen noch nicht so ganz freudig zeigt, denn hier kommt ein Thema, leider schon wieder der Mangel. Du magst dich erinnern, wir hatten dieses Thema schon im Juli und es wiederholt sich jetzt noch einmal im September. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass es mit dem inneren Kind von dir zu tun hat, welches ein großes Mangelbedürfnis hat. Es fühlt sich nicht gesehen, es fühlt sich nicht anerkannt, es fühlt sich nicht geliebt. Und umarme dieses innere Kind. Gib ihm diese Fürsorge, diese Wärme, all das, was es braucht. Ich habe das Gefühl, es sind nicht mal materielle Sachen, sondern es geht um Liebe, es geht um Zuwendung, Zuneigung und Geborgenheit. Und umso mehr du das annehmen kannst, ja, auch, dass es hier so Themen gibt, Situationen gibt, wo du Mangel erfährst, wo du dich nicht ausgefüllt fühlst, schicke auch dort die liebevolle Energie der Nixen und der Nereiden hin, dass sie für dich mit deinem inneren Kind spielen dürfen und dass es für dich freundlich sein darf, ja, dass du wieder integriert wirst. Ich habe das Gefühl, da gibt es ein Thema auch von Einsamkeit, von alleingelassen werden, vielleicht auch ein Thema von Ausgrenzung, ja. Und dieses Gefühl von Ausgrenzung ist natürlich auch ein ganz großes Thema von Angst. Und diese Angst möchte überwunden werden. Und es ist die Liebe, die dich hier wieder in die freundlichen Gefilde führen möchte. Also nimm das an, wenn es dir gelingt. Das ist eine schöne kleine Lernaufgabe. Ich gebe das mal weiter. Was dir hierbei hilft, da kommt die Vereinfache dein Leben, das Gänseblümchen. Und das Gänseblümchen ist übrigens auch eine Blume für dein inneres Kind. Und es unterstützt dein inneres Kind, ja? Du beschäftigst dich mit so vielen Dingen, dass du Gefahr läufst, dich zu verausgaben. Das muss sich jetzt ändern, damit deine Vitalität wieder erstarken kann. Und hier sehe ich einfach auch, dass du vielleicht dich ein bisschen zudeckelst mit Arbeit, arbeiten, arbeiten, arbeiten oder so beschäftigt bist von äußeren Themen, dass du vielleicht einfach vergessen hast, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Einfach zu sein, an den kleinen Dingen sich zu erfreuen. Ja, schau mal hier, die Rosen oder auch dieser Garten, der ist so wunderschön und genieße einfach den Garten, genieße die Jahreszeit jetzt im September und erfreue dich an dem, wer du bist, was du bist. Ja, es geht hier für dich auch nicht darum, jetzt irgendwie Star-Allüren zu entwickeln, aber auch dich nicht auf falsche Weise zu beschäftigen, um deine inneren Themen zu beschwichtigen, sondern einfach liebevoll mit dir zu sein und dich auf das zu freuen, was ist. Und mit einfachen Sachen auch glücklich zu sein, dich über kleine Dinge zu erfreuen. Die Details im Alltag, die machen es für dich aus. Wenn ich weiterschaue, was dich hierbei auch noch unterstützt, dann ist es das Zuhören. Schau mal hier. Und ich habe das Gefühl, es geht um das Zuhören oder das Hören in dich selbst. Also es geht darum, dass du dir selber lernen darfst, zuzuhören, auf dich selber zu hören, wahrhaftige und ehrliche Innenschau zu betreiben. Hören Sie zu, dann wird sich die Antwort offenbaren. Ja, vielleicht hast du auch viele Fragen, aber diese Umtriebigkeit in dir und in deinem System lässt dich vielleicht nicht zur Ruhe kommen. Und das Zuhören und auch Innehalten, in dich zu hören, das hilft dir einfach sehr, um Gedanken zu ordnen und innere Klarheit zu erfahren. Und du wirst dann auch sehen, dass du ganz viel Begleitung hast. Begleitung, die du vielleicht vorher gar nicht gesehen hättest, wenn du nicht hier einmal so
Ja, wie ich in den Garten gegangen wärst oder in die Natur. Du siehst ja, hier sind auch viele Tiere abgebildet. Die Natur ist abgebildet und die Natur hört dir zu. Und du wirst gehört, du wirst gesehen. Und ich glaube, dieses Mangelgefühl, welches du unter anderem auch erfährst, hat damit zu tun, dass man dir nicht zugehört hat, dass du nicht gehört oder gesehen wurdest. Und das ist ein Thema, welches nun in Heilung gehen möchte, aber auch nur so in die Heilung gehen kann, wenn du dir erlaubst, in dich zu hören, in dich zu horchen und deine innere Stimme zu hören. Das wird für dich ein wichtiger Lernimpuls sein. Und wenn dir das gelingt, dann kommt hier der Visionär. Schau mal, wie schön. Es ist eine heilende Geschichte, der Visionär. Und er bringt dir eigentlich genau die Fähigkeit, eben aus diesem inneren Gehör heraus, aus deinem inneren Gefühl heraus, das, was aus deinem tiefsten Inneren kommt, was durch dein inneres Kind genährt wird, deine neuen Visionen zu entwickeln und aus diesen neuen Visionen deinen Beitrag zu leisten für die Erde, dass diese neue Erde erschaffen werden kann. Ja, das ist ja ein ganz großes Thema jetzt gerade in dieser Zeit. Und du weißt ja, Eckhart Tolle, neue Erde. Das könnte vielleicht auch etwas für dich sein. Also vertraue dir, vertraue deinen Fähigkeiten und Gaben und das, was zu dir kommen möchte. Wenn du in dich hörst, in dich hineinlauschst, dann kann sich hier ganz vieles und Schönes offenbaren. Also vertraue einfach dir und diesen Prozessen und das, was sich dein Leben dir sowieso so zeigen möchte. Also es ist ein ganz großes Geschenk. Wunderschön. Ich kann leider in diesem Orakel nicht so lange auf den einzelnen Karten bleiben, da ich ja noch dieses zweite machen muss. Das war so mit Orakel 1, aber auch weil ich eine total unbequeme Haltung einnehmen muss und leider nicht zu lange so verharren kann, da ich meinen Rücken schon spüre. Also wir gehen weiter zu Orakel 2. Und Orakel 2 bringt dir Thor und Aries. Luftig, lichter Atem des Lebens, der Atem des Lebens durchströmt und trägt dich. Dein Wille ist frei und unantastbar. Wie nutzt du deinen Geist, deine Gedanken und die Kraft deiner Worte? Und schau mal, das ist so schön, das passt jetzt gerade, das macht gerade Resonanz zu diesen Räucherungen, die wir vorhin eben gemacht haben. Das sind die Luftgeister, die hier einstimmen und die lieben das, die lieben Räucherungen. Und das ist genau das, worum es bei dir auch geht. Ich habe das Gefühl, deine Gedanken dürfen geklärt werden. Du brauchst eine Reinigung deiner Gedankenkraft, deiner mentalen Energie. Und wenn du das mal möchtest oder das brauchst, dann kann ich dir sehr empfehlen, vielleicht auch mal eine Räucherung zu machen mit Weihrauch, welche ja insbesondere sehr, sehr einen guten und starken Einfluss auch hat auf die Gedanken und sehr, sehr entspannend ist. Also gönn dir diese Zeit, indem du dich vielleicht auch mal für einen kurzen Moment hinsetzt, in eine meditative Versenkung gehst, vielleicht gerade auch mit Weihrauch, damit deine Gedanken sich entspannen können, aber damit du auch Inspiration bekommst, denn Thor und Aries sind natürlich auch wunderschöne Inspirationsquellen für neue Energien, für neue Ideen, für neue Konzepte, was auch immer du brauchst. Es geht auch für dich darum, dass du leicht werden darfst, leicht und beschwingt, so ja, wie diese lieben Luftgeister es eben auch sind. Also es sind auch ganz zauberhafte, leichte Energien, die hier für dich kommen möchten. Und gehe mit dem Leben mit. Atme ein, atme aus. Oh, da haben wir hier das Klagen, dunkle Geschichten. Also ich habe das Gefühl, in deinem Unterbewusstsein gibt es ein Thema, wo du vielleicht immer wieder klagst oder jammerst oder unzufrieden bist. Im Außen sieht man das dir vielleicht nicht so an, aber innerlich spürst du das vielleicht, auch innerer Druck, der in dir da ist, aber du getraust dir nicht, dies zu formulieren, in Worte zu fassen, den Dialog zu suchen. Und hier geht es eigentlich auch mit dem Klagen darum, dass man in einen Dialog finden darf, ja? Ein Dialog, der alle Menschen mit einbindet, wo wir miteinander das Gespräch suchen dürfen und nicht irgendwie hier sich gegenseitig Vorwürfe macht. Das Klagen ist letztendlich auch wirklich eine Energie, die immer wieder so eine unfreundliche Umgebung schafft und auch eine Energie, die immer wieder so Negativität anziehen mag. Vielleicht ist es dir nicht sehr bewusst, aber vielleicht ziehst du immer wieder auch schlechte Situationen in deinem Leben an oder du hast immer wieder ein bisschen das Gefühl,
Was läuft denn da wieder schief und warum funktioniert es denn nicht und warum, weshalb, wieso? Und das hat auf dieses unbewusste Klagen einen Einfluss. Und das ist etwas, was bei dir liebevoll gelöst werden möchte. Ich habe das Gefühl, hier braucht es wirklich einmal ganz lichtvolle Heilungsenergien, gerade eben auch für das Kronenchakra, für das höhere Kronenchakra, damit das wirklich einmal richtig durchleuchtet wird. Du siehst hier ist ja auch viel Violett und hier brennt auch eine Kerze, damit hier eben wirklich sich so alte Themen und Krusten, die sich angesetzt haben, liebevoll abgelöst werden können und damit du hier in eine Leichtigkeit deines Seins neu vordringen darfst. Wenn ich für dich die Blumen befrage, dann kommen hier die Orchideen. Greife nach den Sternen. Du verdienst nur das Beste und nur darauf solltest du deinen Fokus richten. Ja, du verdienst nur das Beste und darauf solltest du deinen Fokus richten, das ist richtig. Aber es ist natürlich auch so, dass der Weg das Ziel ist. Du musst schon einen Schritt nach dem anderen tun, eins nach dem anderen und danach dann erst dich dann auch für dieses Große öffnen. Du weißt ja, man kann nicht direkt das große Ganze erfassen, es ist ein Weg. Wir können vielleicht kleine Teilfragmente vom großen Ganzen sehen und auch verstehen, aber es ist ein Weg, ein Prozess, welcher jeder Mensch durchschreiten muss, durchschreiten darf und auch immer wie mehr auch erleben kann, wenn er hier sich in die Auflösung begeben kann, hinein in das große Ganze. Und für dich steht das auch an, dass du hier Großes in deinem Leben anziehen darfst, ja, wenn du diese alten Klagen überwinden darfst. Aber zuerst braucht es hier einfach auch nochmal eine Reinigung und es geht auch darum, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Also nicht drei Schritte aufs Mal, denn das würde dich jetzt in der heutigen Energie nichts als nur überfordern und du würdest schneller wieder zurückgeworfen werden in alte Muster, als dass du eben hier wirklich einen Schritt nach dem anderen machst und dann wirklich, wenn dir das gelingt und du immer wie mehr Standhaftigkeit und Stabilität und Vertrauen und auch Selbstvertrauen in deinem Leben spürst, wirklich beide Arme weit, weit öffnen kannst. So weit öffnen kannst, dass sich dein Herz öffnet, dass sich dein ganzer Körper öffnet, dass hier nicht du unbedingt nach den Sternen greifen musst, sondern dass die Sterne hier zu dir runterregnen. Ja? Das ist dann eine ganz, ganz große Wertschätzung, wie bei Sternschnuppennacht. Die Sternschnuppen, die fliegen dir dann zu und deine Wünsche, die erfüllen sich. Also das ist wunderschön, eine tolle Energie. Und wir schauen dann hier auch, was dann zu dir kommt. Und das ist wirklich großartig. Es ist die Freiheit. Schau, wie schön. Lassen Sie zu, dass die Einhörner Ihnen die Freiheit schenken. Also du befreist dich hier aus den Ketten, aus dem Kerker, ja, diese Kugel, die dich hier angekettet hat, angefesselt hat. Das befreit sich und schau hier, das Einhorn schickt noch diesen Lichtregen zu diesem Menschen und es ist wirklich eine tiefgreifende Lösung und Befreiung von ganz vielen alten Mustern, habe ich das Gefühl. Darunter auch das Klagen eben, das Wehklagen und vielleicht auch das unbewusste Wehklagen und die Freiheit, die du dir hier erarbeitet hast, weil du zu neuem Selbstvertrauen vorgedrungen bist, auch zu Selbstliebe. Das wird dann belohnt und du siehst hier, deine geistige Führung liebt dich, die ist immer für dich da, dein Schutzengel ist immer für dich da, all die positiven, liebevollen Wesen aus der geistigen Welt sind immer für dich da und sie unterstützen dich, hier in deine Freiheit zu kommen. Also hier ist so, so viel Hoffnung für dich. Ja, gib nicht auf, gehe vertrauensvoll deinen Weg und mache einen Schritt nach dem anderen. Und dann sehen wir hier dann auch, du kommst in einen größeren Erwachensprozess. Und vielleicht hast du schon gar nicht mehr an das Positive oder an das Gute im Leben geglaubt. Doch du siehst hier, das Auge Gottes sieht dich. Das Auge Gottes sieht dich. Und es findet ein größerer Erwachensprozess statt bei dir. Und vielleicht warst du jahrelang in einem Schlummerschlaf, hast geschlafen in deinem Leben oder viele Dinge waren nicht positiv. Du hast vielleicht immer wieder stockende Situationen erlebt, Sackgassen, was auch immer. Und mit dem Erwachen schenkt man dir hier die Gnade. Du bekommst Gnade und du wirst ein Teil von der göttlichen Ordnung. Das bist du ja heute schon, aber vielleicht ist es dir nicht mehr ganz so bewusst und ganz so präsent. Und du darfst dich hier wieder ganz und gar einordnen, unterordnen, dich hingeben in das Allganze, in das Göttliche, was dich ewig nährt, wo du herkommst,
was dir das gibt, was du brauchst und dass du hier zu einem neuen Dasein erwachen darfst, ein neues Dasein, wo du in tiefer Liebe für dich sein wirst und ja, die Zusammenhänge deines Lebens von einer völlig neuen Perspektive, von einer neuen Warte aus anschauen kannst und dieses Wehklagen der Vergangenheit losgelassen hast. Ja, für dich geht es auch darum, die Vergangenheit loszulassen und anzukommen im Hier und Jetzt. Ja, hier gebe ich die Karte nochmal zurück. Ich würde gerne nochmals den Heiligen Gral haben. Wir haben den jetzt nur nochmals zugedeckt. Schau mal, wie schön das aussieht. Das ist übrigens alles recht schwer. Die Rosen sind ja auch wunderschön, aber schau dir das an. Jetzt haben wir hier noch den Deckel drauf getan. Also wunderschön. Wirklich, wenn du die Möglichkeit hast, irgendeinmal in einem richtig schönen indischen oder arabischen Hotel zu residieren, da duftet es einfach auch so nach Geräuchertem. Alles ist so eingehüllt in diese orientalische Energie. Darunter gehört ja auch Indien. Indien ist ja auch ein großer Teil der orientalischen Kultur, wie auch das gesamte Arabien logischerweise. Und es ist so wunderschön und ja, ich lade dich herzlichst ein, vielleicht auch irgendeinmal mit mir zusammen in eine Indian Night abzutauchen. Da koche ich auch meistens indisch. Oder dass du mal mit mir zusammen an ein Darshan kommst. Da bekommst du Darshan-Energien von mir, manchmal auch Shaktipat. Und ja, dass du einfach diese 1001 Nachtenergie hier in diesem Orakel und auch in diesem wunderschönen Garten von meinen Eltern mit mir zusammen genießen konntest. Ich hoffe sehr, das Orakel hat dir gefallen und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!